freue mich, dass wir wieder so viel sind heute Abend. Wir beschließen heute unseren Zyklus Einwände zum Krieg in der Ukraine. Und ich freue mich sehr, dass wir einen meiner ältesten Freunde, nicht nur von der Universität Marburg, sondern auch aus meiner Heimat, aus dem Bergischen, hier zu Gast haben. Bitte gebt einen herzlichen Beifall an Jörg Becker. Ich möchte Jörg ganz kurz vorstellen. Ich könnte ellenlang über ihn reden. Jörg hat Politik, Germanistik und Pädagogik in Marburg, Tübingen, Bergen in der Schweiz studiert, war dann Stipendiat und Student an der City University in New York und an der Harvard University in Cambridge. Er hat Germanistik und Politikwissenschaft in Marburg abgeschlossen, hat promoviert in der Politikwissenschaft und sich habilitiert beides in Marburg in der Politikwissenschaft. Dann hat er 16 Jahre lang unter anderem an der HSFK gearbeitet, an einem der ersten professionellen Friedensforschungsinstitute, Hessische Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung. Er war Heisenberg-Stipendiat der DFG, das ist so etwas wie eine der großen Weihen, die wir haben können als Nachwuchswissenschaftler, und ist seit 1987 außerplanmäßiger Professor an meinem Institut, am Institut für Politikwissenschaft in Marburg. Er hat dann aufgebaut Solingen das ComTech-Institut, das Kommunikations- und Technologieförderungsinstitut, gegründet in Frankfurt, wo er noch gearbeitet hat, und dann in Solingen in die Spitze getrieben. Er war Gastprofessor für lange, lange Jahre in Österreich, in Innsbruck, hat vorgetragen in Hongkong und so weiter und so fort. Heute Abend ist Jörg unser Gast, weil er sich mit Krieg und Frieden und mit den Medien auseinandergesetzt hat. Er ist dabei, sein epochales Buch Medien im Krieg, Krieg in den Medien, das im Springer Verlag, nicht Springer in Berlin, nicht der große Springer, sondern der wissenschaftliche Springer Verlag in Wiesbaden erschien in 2015, das auch Ende dieses Jahres leider nicht heute vorrätig in einer Neuauflage erscheinen. Ich habe mit Jörg vereinbart, dass er etwa eine Dreiviertelstunde spricht zu uns. Und danach gibt es eine hoffentlich solidarische, interessierte Diskussion. Bitte mit wenig Co-Referaten, dazu werden wir nicht viel Zeit haben. Ich freue mich, dass ihr alle hier seid. Jörg, du hast das Wort. Ich bin schon ganz happy, wieder in Marburg zu sein. Ich mache mal ergänzend zu Johannes. Ich habe in Wiesbaden Abitur gemacht 1966. Ich kam fromm und betend zu den Politologen hier, und im ersten Semester 66 hat mich Reinhard Kühnel politisiert. Ich bin ihm nach wie vor sehr dankbar. Gleichzeitig, wenn ich diesen ganzen langen Zeitraum in meiner eigenen Biografie zurückdenke, also von 66 bis heute, gibt es, glaube ich, keinen vergleichbaren Zeitraum, wo ich politisch so frustriert bin, wie seit anderthalb oder zwei Jahren, wie jetzt, von 66 bis heute. Und ich frage mich, habe ich eigentlich umsonst gearbeitet? Sind meine Sachen gelesen worden? Sind sie wahrgenommen worden? Die Frage treibt mich ein bisschen nach wie vor um. Aber da ich hier nun sitze, habe ich zurückgefunden zu mir, und geholfen hat mir dabei die letzten Monate ein kleines Zitat von Rosa Luxemburg aus ihrem Gefängnisbrief. Da sagt sie, schreibt sie, so ist das Leben und so muss man es nehmen, tapfer, unverzagt und lächelnd, trotz alledem. Also, ich bin zurück zu meinen Zeiten ab 1966.
Ich kann auch gar nicht anders und ich will nicht anders. Jörg, ich habe noch eine Sache vergessen. Ja, wir nehmen diese Veranstaltung auf. Wer das nicht möchte, muss sich jetzt melden. Alles klar. So, bitte weiter. Wie wird er draufklicken? Ja. Gut. Kommen wir mal zu meinem Vortrag. Der Doppeltitel hat durchaus seinen Sinn. Ich will den jetzt nicht erläutern. Sie werden den im Laufe meines Vortrages verstehen. Naja, Sprache ist wichtig, ganz ohne Frage. Natürlich, auch gerade wenn man über Medien spricht. Ich fange hier mit dieser Folie deswegen an, weil man genau aufpassen muss, welche Bilder sieht man hier und was für eine Sprache steht hier. Damit Sie sich nicht täuschen, dies ist eine rechtsradikale Versammlung in Dortmund. Selbstverständlich gibt es so etwas wie eine Militarisierung des Alltags. Und ich denke, da gehört angefangen, wenn man über sowas nachdenkt wie die Medien, der Alltag prägt ja sozusagen längst vor, wie die Medienrezeption läuft. Ich finde den Alltag über eine wahnsinnig wichtige Kategorie, die völlig vernachlässigt wird, gerade von Politologen, die irgendwelche Strukturdebatten führen müssen. Ich erinnere hier in dem Zusammenhang und dem Alltagsbegriff an die, ich glaube, 12-bändige Geschichte des deutschen Alltags von Jürgen Kuczynski. Ich kann sie nur jedem empfehlen, um den Alltagsbegriff höher zu hängen, als das normalerweise der Fall ist. In diesem Alltag, und das macht einen hilflos fast, gibt es inzwischen das, was ich Militarisierung von Dingen nenne. Also, man kann einen Rucksack mit Sprengkörpern vollladen und sich selbst sozusagen in die Luft sprengen, mitten im Gemenge. Das nächste ist noch perfider. Wir wissen inzwischen auch, dass man einen Lastwagen als Waffe benutzen kann, indem ich in eine große Menschenmenge hineinfahre. Macht eine Analyse alles nicht einfacher, wenn ich sozusagen von Militarisierung von Dingen rede. Wenn die Leute über Medien sprechen, sind sie es gewohnt, über Inhalte zu reden, die in den Medien drin sind. Und dann ist das relativ einfach. Der Inhalt ist gut oder er ist schlecht. Er ist eine Lüge, er ist keine Lüge, wie auch immer. Einerseits kommt man um eine Analyse des Inhaltes nicht vorbei, wenn man über Medien redet. Ich will aber sehr deutlich heute Abend, das werden Sie schon merken im Laufe des Vortrags, Ihnen zeigen, dass das nicht ausreicht, wenn ich über Medien rede. Vielleicht gibt es ja, na klar gibt es das, vielleicht gibt es ja Strukturen, die darauf hinauslaufen, dass der Inhalt so, so oder so geprägt ist. Vergleichbar im Übrigen, wenn ich über Medien rede, gibt es einige Leute, die konzentrieren sich auf den Journalismus. Auch das halte ich für eine ganz einfache und untere Ebene einer Medienkritik. So, als ob der Journalist die entscheidende Variable dafür wäre, welcher Inhalt in einer Zeitung drinsteht. Kleiner Schwenker. Wir hatten eine schöne Tradition in Deutschland, weit zurückgehend in die 20er Jahre, bei dem Fachgebiet Kommunikationswissenschaft. Eine Sonderentwicklung im Deutschen, denn das hieß nie so. Es war der altehrwürdige Name Publizistik. Ich mag den Namen deswegen so gerne, weil er natürlich im Wort bereits mitträgt. Es geht um öffentliche Kommunikation. Was fatal ist, die allermeisten Lehrstühle für Publizistik sind inzwischen verdrängt worden
von Lehrstühlen für Public Relations. Und das ist natürlich das Gegenteil von öffentlicher Kommunikation. Public Relations lebt davon, dass sie eben nicht transparent ist. Das ist ein Definitionsmerkmal. Zurück zu den Inhalten. Ich hoffe, Sie können es einigermaßen lesen. Also auch das gehört dazu, dass natürlich bei Kriegsbeginn in der Propaganda sofort die Lügen vorherrschen. Denken Sie nicht, dass das sozusagen eine Sache ist von gestern oder vorgestern. Sie gilt für den heutigen Tag ganz genauso. In einem noch unveröffentlichten Beitrag melde ich meine erheblichen Zweifel an dem Datum, was überall feststeht, wann Russland die Ukraine attackiert hat. Ich habe da meine Zweifel, warten Sie auf meinen Aufsatz, will ich heute Abend nicht entfalten, die festlegen auf bestimmte Daten oder die Lüge auch um ein Datum herum hat natürlich seine ganz spezielle politische Funktion. Das sind Rückblicke auf vergangene Kriege. 2-1. Bild-Zeitung ist dann immer ein beliebtes Beispiel auch für mich, um bestimmte Dinge auf den Punkt zu bringen. Es gibt natürlich auch das, es ist gang und gäbe, dass auch renommierte Sendeanstalten falsche Bilder bringen. Da wird irgendeine riesengroße politische Demonstration, ich sag mal in Tibet, berichtet und das Bild kommt aus Indonesien. Es ist gang und gäbe. Das hängt mit vielem zusammen. Ich mache mal auf eine Kleinigkeit aufmerksam. Die ARD hat in Afrika, das sind über den Daumen geschätzt 60 Länder, die haben 3 Studios. Boah! Was bringt mir der Bericht eines ARD-Korrespondenten aus Ägypten, wenn es um den Krieg in Syrien geht? Dann kann ich den auch aus Brandenburg referieren lassen. Hat die gleiche Distanz. Also, es ist kein Zufall, dass es Fälschungen gibt, weil ja, zu wenig Personal, zu wenig Aufmerksamkeit, da gibt es viele Gründe für. Das ist eine Zeitschrift aus Georgien, ich kenne dieses Land ganz gut. Sie mögen sich erinnern an den georgisch-russischen Krieg. Ich rede mir auch den Mund fusselig, aber es ist so, dazu gibt es einen dicken, fetten Bericht. Georgien hat den Krieg angefangen, nicht Russland. Und es ist völlig klar, dass es dann auch Fälschungen gibt. Hier wird ein russischer Soldat abgebildet, den man ihn ganz einfach mit Klebestift und Scheren Hakenkreuz draufgemalt hat. Dies ist vielleicht schon was Wichtiges, wenn ich über Strukturen nachdenke, nämlich, wo funktionieren unsere Medien überhaupt nicht? Wo gibt es Blackouts? Wo wird nie darüber berichtet? Natürlich die oben genannten Länder oder noch schlimmer, haben Sie mal einen Bericht gelesen über die kulturellen Verbindungen von Iran und Nicaragua? Natürlich nicht. Die gibt es im Übrigen, na heute nicht mehr, aber sie gab es. Kurz nach der Revolution von Khomeini ist Ernesto Cardenal nach Teheran, nach Iran geflogen und die beiden haben überlegt, was können wir für die blockfreie Bewegung tun. Also ein völlig unterbelichtetes Kapitel und dann darf es einen nicht wundern, wenn so eine Bewegung wie die BRICS als scheinbar neues Phänomen auf einmal auftaucht, was völlig falsch ist. Die BRICS-Länder gibt es seit einer Reihe von Jahren. Was die Kriegsführung angeht oder Kriege und Medien, ja, da einfach mal 2 Beispiele. Niemand weiß die Anzahl der Toten aufgrund der Bürgerkriegsunruhen in Mexiko. Ich könnte auch über eine ähnlich hohe Anzahl von Toten in Kolumbien reden. Alles Dinge, die nicht vorkommen in unseren Medien. Und das ist kein Zufall, das ist ein systematischer Blackout. Das ist ein absurd düsteres Beispiel.
Im Koreakrieg gab es eine Reihe von Invaliden, die beide Beine verloren haben. Die sogenannten Kugelmenschen, noch schlimmer eventuell auch beide Arme weg. Die wurden in Grönland in einem Speziallager inhaftiert, über was man nicht berichten durfte. Klar, wer lässt schon sozusagen Krüppelfotos durch die Medien marschieren? Das versuchen alle Seiten zu vermeiden. Ja, jede sogenannte Minderheit wird mit Feindbildern abgestempelt. Am liebsten mag ich das von 1953 aus dem Wahlkampf für den Deutschen Bundestag, den die CDU mit über 50 gewonnen hat. Ich mag dieses Plakat insofern gerne, in Anführungszeichen, weil es entstanden ist mit Hilfe von Peter Neumann, Bundestagsmitglied der CDU und Ehemann von Elisabeth Nölle-Neumann. Und es ist wirklich ein sehr perfides, und ich hatte bei dem Angriff von Russland auf die Ukraine neulich das Gefühl, die alten Feindbilder schlummern, es gibt sie immer noch, und sie werden abgerufen. Und dann kommen so Äußerungen, man kann Russland nicht über den Weg trauen, die überfallen ja gleich auch andere Länder. Warum ist noch niemand in unseren Medien gegenwärtig auf die Idee gekommen, die 14 oder 15 Länder namentlich aufzuzählen, die die alte Sowjetunion in die Unabhängigkeit gelassen hat, ohne Kriege? Wo kommt die Idee her, dass Russland oder die Sowjetunion Länder überfällt? Ich weiß es nicht. Alle 5 zentralasiatischen Länder sind in Frieden aus dem Staatenverbund der Sowjetunion ausgeschert oder in die Eigenständigkeit entlassen worden. 1970 da mit dem Feindbild China ist auch gut, weil das ist eine öffentliche Reklame vom Deutschen Sportbund. Das heißt, hier sind Steuergelder von uns und von mir und von dir drin. Was ganz wichtig ist bei Feindbildern, der Gedanke ist nicht von mir, der ist empirisch mehrfach erhärtet worden, dass sozusagen die spiegelbildlich sich verhalten. Das, was über den einen gesagt wird, sagt der eine auch über den anderen. Es sind austauschbare Etiketten, die auf die Superhelden und die Superbösen gleichzeitig verteilt werden. Also unten da mit dieser Pressezeile bringt das ganz gut auf den Punkt. Und dieses Zitat von Wilhelm Heidmeier ist uralt. Ich lese das mal vor, weil es einfach sehr wichtig ist. Scheinbar gibt es ein entsichertes Bürgertum, das sich infolge ökonomischer wie gesellschaftlicher Krisen bedroht fühlt und seine Sicherungsversuche auch über liberale Tages- und Wochenzeitungen ventiliert. Das heißt, das Bürgertum ist überhaupt nicht ausgelassen aus meiner Kritik, wenn ich über Medien nachdenke. Die sind nicht besser als der miese kleine Kleinbürger. Sie sind in dem gleichen Mainstream mit zu verorten und mit zu attackieren. Das heißt, Attacke gegen die Süddeutsche, den Spiegel, die FAZ und die anderen Leitmedien auch. Dies ist eine Untersuchung, die Frau wollte bei mir promovieren, das hat leider nicht geklappt. Aber sie hat eine ganz wichtige Empirie zumindest geliefert. Sie ist dann über den empirischen Stand nicht rausgekommen. Auch hier lesen Sie sich das durch. Die Zeilen über Putin oben sind auswechselbar gegenwärtig zu benutzen. Es sind Schablonen, es sind festgefrorene Wahrnehmungen.
Es ist schon wichtig, sich darüber Gedanken zu machen, dass Feindbilder eine Reihe von Eigenschaften aufweisen. Sie sind alt, sie sind gewachsen und sie sind rigide. Dichotomisch. Sie kennen, wenn wir die F-Skala von Adorno im Hinterkopf haben, also wie messe ich Faschismus, sie zeichnen sich dadurch aus, dass es keinerlei Ambiguitätstoleranz gibt, also eine Toleranz für Schattierung, für Grautöne, für Zwischentöne. Wichtig natürlich auch der Gedanke mit der Projektion, anderen vorzuwerfen, sie wären brutal, sagt möglicherweise mehr über den Sprecher aus, als über den, der beschrieben werden soll. Es geht um Projektionen. Lesen Sie irgendwann mal den alten Freud, der kann das durchaus besser erklären als ich. Da unten, das mit dem Antisemitismus, insofern ist auch wichtig zu wissen, mein Lieblingsbeispiel historisch war immer die Tschechoslowakei. Dort gab es einen heftigen Antisemitismus in den 20er und 30er Jahren, aber sehr viel weniger Juden als in Deutschland. Das heißt, ich brauche mein Objekt überhaupt nicht, um trotzdem sozusagen antisemitisch drauf sein zu können. Das Letzte ist Gegenwart, furchtbare Gegenwart. Günter Jacobs ist Professor für Strafrecht in Bonn und hat angesichts irgendwelcher Demonstrationen, wahrscheinlich gewalttätiger Demonstrationen hier in Deutschland, öffentlich in 2, 3 Aufsätzen gefordert, für Feinde muss es ein gesondertes Strafrecht geben. Das nenne ich Radikale im öffentlichen Dienst. Und ich finde es unerhört. Ich kenne mein Grundgesetz recht gut, weil Wolfgang Abendroth hat uns das eingebläut. Wer Feindstrafrecht fordert, gehört aus dem Hochschuldienst entlassen. Wenige kennen die Unternehmensgrundsätze des Axel Springer Verlages. Und dann kommen wir hier schon nochmal rein, was ich eben gesagt habe. Nicht den Journalisten eindreschen, nicht nur auf die Inhalte gucken, sondern die Bedingungen, warum die Inhalte so sind, wie sie sind. So, wenn ich für den Axel Springer Verlag arbeite und den Arbeitsvertrag unterschrieben habe, dann habe ich auch diese Klausel mit unterschrieben. Ich darf gar nicht anders berichten. Natürlich macht man das nicht in den Arbeitsvertrag rein. Der wäre möglicherweise angreifbar und rechtlich nicht zulässig mit einer derartigen Klausel. Aber das sind halt dann die Unternehmensgrundsätze. Dies ist ein spezielles deutsches Kapitel, ein sehr widerliches. Wenn wir davon ausgehen, dass der Holocaust einmalig ist, man kann da auch drüber reden, aber wenn wir davon ausgehen, dann sind natürlich solche Globalisierungsstrategien entsetzlich. Das heißt, die Verteufelung beginnt da, wo ich genau das mache, was ich hier sehen könnte. Holocaust haben die anderen auch, Adolf ist nichts Besonderes, der und der ist auch ein Adolf. Oder dann mit dieser Überschrift. Ja. Um dieses Foto im Kosovo-Krieg gab es riesengroße Presseaufsätze und es stellte sich heraus, dass das ein Fake ist, dieses Foto, weil es darauf ankommt, wie der Fotograf die Entfernung eingestellt hat, ob man den Stacheldrahtzaun vor oder hinter diesem Menschen sieht. Es war kein Gefangenenlager. Wir nähern uns so ein bisschen ansatzweise dem Ukraine-Krieg. Ich sage da gleich noch ein paar Sachen zu. Dies ist eine alte Grafik von 2016. Sie wundert nicht. Sie zeigt einfach die Verteilungsmuster, rein statistisch dumm gezählt, einfach quantitativ abgezählt, noch keinerlei qualitative Analysen.
Ich habe ein paar Mal die Rolle der Journalisten relativiert und das gilt insbesondere während Kriegszeiten. Ich fange mal unten, oder auch, ja, gilt, lesen Sie sich das untere durch, um ein bestimmtes Frauenbild aus arabischen Ländern zu transportieren, ist es beispielsweise bei westlichen Fernsehsendern derzeit en vogue, Dokumentationen zu bestellen, in denen Frauen Gewalt angetan wird. Das ist von einer ägyptischen Filmregisseurin, dieses Zitat. Und wir kennen das, natürlich. Denken Sie an die Berichterstattung über Afghanistan und das permanente Vorherrschen, nicht nur von Kopftuchfrauen, wenn es geht, voll verschleiert, mit so einem kleinen Gitternetz vorne. All das passiert absichtlich. Und es hat Tradition. Ich mag sehr dieses Zitat oben von 1897 von dem damaligen Zeitungskönig. Nein, so war das. Der Reporter in Kuba meldet nach New York, und hier ist alles ruhig, es gibt keinen Krieg, was soll ich machen? Und da kriegt er die Antwort, wir machen den Krieg hier, wir brauchen deine Berichte nicht. Ich kenne ein ähnliches Zitat aus dem Kosovo-Krieg, eines UPI-Korrespondenten, der in diesem kurzen Krieg 14 Tage lang in Pristina Tagebuch geführt hat und damit nach dem Krieg groß rauskommen wollte. Das wurde abgelehnt mit der gleichen Begründung, die Redaktion entscheidet hier über die Kriegsberichte und nicht du, weil du vor Ort warst. Dies ist eine uralte empirische Untersuchung, die ich schon immer sehr gerne gemocht habe. Wir können hier Folgendes ablesen. Also, ein Mitarbeiter von Associated Press in Lateinamerika macht täglich seine Berichte an die Zentrale nach New York. Und dann kann man auszählen, wenn das Material vorliegt von diesem Korrespondenten, wie viel der Nachrichten, die er nach New York schickt, gewaltbezogen oder verbrechensbezogen waren. Das waren von allen Meldungen 14%. So. Nun läuft die Vermarktungs- und Redaktions- und Editionsschiene in New York in der Zentrale an. Die wurschteln alles durch den Fleischwolf und schicken es dann im Wesentlichen an die Zeitungen in den USA. Das sind die Hauptkunden von AP und nicht das internationale Nachrichtengeschäft. Und oh Wunder, aus den 14% ist dann 48% geworden. Das Argument kennen wir alle, der Kunde will das. Ich hoffe, Sie können so ein Argument hinterfragen, da brauchen Sie meine Hilfe nicht dazu. Im Übrigen ist das Thema Reklame bei Linken unterbelichtet. Wenn Sie was dazu zu sagen haben, dann sprechen Sie von Propaganda und von den Rüstungskonzernen und dann kommt so eine heruntergeleierte Argumentation. In der Theorieliteratur des Marxismus ist dieses Thema völlig ausgespart geblieben, bis auf einen Baran Svisi über das Monopolkapital. Dort gibt es ein hochwichtiges analytisches Kapitel über die Rolle der Werbung, der Reklame in der Geschichte des Kapitalismus. Kann ich jedem nur empfehlen. Dies hier ist ein nackt empirisches Ergebnis, nicht von mir, nicht von kritischen Wissenschaftlern, sondern von den sehr traditionell arbeitenden, manchmal sehr gut arbeitenden Wissenschaftlern am Wissenschaftszentrum in Berlin. Ausgewertet wurde die Aussagen über den Kosovo-Krieg, Taz, FR, Süddeutsche, FAZ und die Welt. Und das überraschende Ergebnis ist, die Berichterstattung ist überall dieselbe. Es gibt keine dissenten Stimmen. Das ist hochbedenklich. Artikel 5 vom Grundgesetz räumt den Medien bei uns eine Wächterrolle zu, so die
übereinstimmend Interpretation von Artikel 5 beim Verfassungsgericht. Wächterrolle ist die Aufgabe. Wir sehen hier etwas ganz anderes. Wir sehen hier eine Homogenisierung, keinerlei Kontroversen mehr untereinander. Nur dann könnte ja überhaupt die Wächterrolle in Anspruch genommen werden. Das ist eine Tabelle von mir, aber ich orientiere mich hier an der Methodik eines kanadischen Ökonomen, Harold Innes. Er hat schöne Bücher geschrieben über, komme ich ganz absurd daher, Stapeltheorie und Fellhandel im 19. Jahrhundert in Kanada. Aber es war ein ganz schlauer Bursche, der angefangen hat, bis zu seinem Zeitpunkt, der ist in den 50er Jahren gestorben, darüber nachzudenken, dass bestimmte Kriege mit bestimmten Medien zusammenhängen. Das Lieblingsbeispiel historisch, was ich immer gerne zitiere, ist der Krimkrieg. Da passierte Folgendes. Bis dahin wurden Maler, die im königlichen Auftrag handelten, an der Front mitgenommen. Und die machten Ölgemälde, so Typen auf hohem Ross, was vorne so mit den Beinen hochgeht und der General sitzt oben drauf, schön beeindruckend herrschaftlich. Und dann passierte etwas Unangemeldetes. Es tauchten auf einmal unabhängig handelnde Fotografen auf und machten Konkurrenz diesen Leuten mit ihren Ölbildern. Und auf einmal, und seit dem Krimkrieg, haben wir zum ersten Mal realistische Bilder von Schlachten, die alle nicht schön sind, natürlich nicht. Ein Gegenwartsbeispiel, das werden Sie vielleicht noch erinnern können, der Golfkrieg 90-91 im Irak, da hatte eine Nachrichtenagentur, ja, nicht eine Zeitung, ein Monopol, weil es waren die einzigen, die ein Fernsehsatellitentelefon hatten, ein Satellitentelefon. Und weltweit alle Medien berichten mussten nach dem, was dieser Mensch auf dem Dach oben von einem Hotel in Bagdad erzählte. Das ging so weit, dass insbesondere die Araber knatschig wurden, weil sie einem amerikanischen Journalisten glauben mussten, der da oben auf dem Hoteldach sitzt. Das war die Geburtsstunde von Al Jazeera. Wir wollen in Zukunft mit eigenen Medien über eigene Kriege reden. Wir wollen nicht länger uns von den Amis belehren lassen. Also mir erscheint das einleuchtend, dass sozusagen es eine Spezifika von Medien gibt bei spezifischen Kriegen. Und gegenwärtig sind wir natürlich in einem internationalen Medienmix mit Social Media, im Übrigen auch mit Waffentechnologie, wo Raketen mit Kameras bestückt sind und so weiter. Also es ist eine krude Mischung von dem, was technisch heute alles gemacht wird. Völlig klar ist, dass es so Spiralen gibt. Ich hatte eben schon gesprochen über die CNN-Dominanz im Irakkrieg. Die Folge war Al Jazeera. Und natürlich gibt es dann eine Folge auf die Folge. Nachdem Al Jazeera geboren war und 2-3 Jahre lang kritisch berichten durfte, wurde es eingenordet, wurde mit Geld ausgestattet und ist nicht mehr der kritische Sender, der es zu Anfang gewesen ist. Völlig normale Entwicklung. Ähnliches können wir beobachten 1994. Da gibt es als Reaktion auf Radio Free Asia vom US-Kongress die Reaktion der Chinesen bei der Olympiade in Peking. Und eine wiederum neue Reaktion ist dann das englische Fernsehen an die chinesische Regierung. Das sind Spiralen und Kriege sind oft
Auslöser von solchen Spiralen. Das sind natürlich Never-Ending-Spiralen. Das ist der Eigenschaft von Spiralen. Sie hören eben gerade nicht auf. Das mag ich sehr gerne, dieses Bild. Ich denke im Übrigen, dass man damit auch den Angriff der Hamas auf Israel erklären kann. Ich vermute, dass dort Low-Tech gegen High-Tech gesiegt hat. Aber das, ich bin kein Experte mehr, das war ich mal über Militärtechnologie. Was ich hier spannend finde, ist das Verhalten von Osama bin Laden, an den Sie sich hoffentlich noch erinnern können, weil er mit Recht Angst hatte vor Kameras in Satelliten oben, hat er gar nicht mit Hightech gearbeitet. Seine Waffe waren Stafettenläufer. Und er hat jahrelang damit im Unbekannten leben können, indem er sich nicht eingelassen hat auf irgendwelche Hightech, weil er wusste, den Wettlauf kann ich nicht gewinnen, also bleibe ich unten drunter. Die Amis kapieren solche Sachen nicht. Ja. Und reagieren, ich sag mal, auf so einen Teppich hier links, einen Kriegsteppich, Sie sehen da Panzer drauf, wenn Sie genau gucken. Ich bin längere Zeit im Libanon gewesen, auf einer Gastprofessur in Beirut. Die Amis reagieren mit Zeitschriften, wie Sie sie hier rechts sehen. Das sind amerikanische Regierungszeitschriften, HAI, und versuchen sozusagen anzukämpfen gegen eine Kriegskommunikation, die sich in Teppichen äußert, in die Helikopter oder Panzer reingewebt sind. Das funktioniert nicht. Es funktioniert in keiner Form. Ich bringe gleich nochmal ein Beispiel. So, das kann man nicht anders nennen als das, wie ich es getan habe, War Branding. Ich bin über das Thema PR-Agenturen bei der Kriegsführung rückblickend zum ersten Mal gestoßen im Biafra-Krieg. Das liegt einigermaßen lange zurück, 77 oder so. Da hat die Separatistenregierung oder die biafranische Regierung 2-3 Werbeagenturen eingeschaltet. Soweit ich das erinnern kann, waren die wesentlichen Bilder Gräuelfotos. Und man muss auch wissen, wenn eine Regierung PR-Agenturen einschaltet, dann ist die wesentliche Zielgruppe die Kongressabgeordneten in den USA. Nicht das Land Nigeria, nicht Europa, sondern es geht darum, das Abstimmungsverhalten im Kongress dadurch zu beeinflussen, dass man Propagandamaterial in die USA hineinschickt. Schönes Beispiel habe ich aus dem Kosovo-Krieg in Erinnerung, wo diese Funktion ganz deutlich wurde. Da hat während der Kreiner-Offensive eine PR-Agentur aus den USA die Sinfoniker aus Zagreb durch die wichtigsten Städte der USA touren lassen. Zeitgleich, während der Kreiner-Offensive. Und die Botschaft war ganz klar: hochgebildetes Volk, klassische Musik, die können doch nichts Grausames tun. Und sie gehören zu Europa. Das waren so die Dinge, die abgerufen werden sollten. Und die Abstimmungsverhältnisse sind in dem Kongress auch entsprechend gelaufen. Ja, okay. Er gibt mir gerade, das hier ist ein spannender Mensch in Frankfurt, der bei Kriegs-War-Branding mitgemacht hat. Ich gebe hier nochmal einige Beispiele. Die Hill-and-Noten-Geschichte mit den Babys, die auf den Fußboden im Krankenhaus geworfen wurden, erzähle ich nicht mehr. Spannend ist die Unabhängigkeitsfeier von Kosovo. Ein Riesenfeuerwerk wurde von einer PR-Firma bezahlt. Man muss diese Dinge wissen. Oder man kann sie auch begründet ahnen, aber man darf nicht naiv durch die Welt gehen. Der Ole Genscher
hatte seine Finger auch drin. Wobei ich hier eine Frage habe an junge Studenten, in der Hoffnung, dass kritisches Bewusstsein noch gekitzelt werden darf. Der Ehemann von Annalena Baerbock ist Anteilseigner, das ist Daniel Hohlefleisch, einer Werbeagentur in Berlin. Ich habe nichts im Netz über ihn rauskriegen können. Nichts, einfach gar nichts. Und ich würde gerne wissen, ob er im Ukraine-Krieg mit seiner Werbeagentur irgendeine Rolle gespielt hat. Wenn ich noch aktiver Hochschullehrer wäre, würde ich das gerne als, naja, als Doktorarbeit ist das zu läppisch, aber trotzdem als gute Examensarbeit gerne weiter vergeben. Das gibt's auch. Und man darf sich nicht für nichts zu schade sein. Das ist im Kosovo-Krieg hier. Tja, Sie haben vorhin aus dem Libanon in Erinnerung noch diese Zeitschrift der amerikanischen Regierung, die so wie Bravo daherkommt. Hi. Wir haben hier ein Pendant aus Bosnien-Herzegowina. Das ist eine Zeitschrift der Bundeswehr. Ich habe weder von der Bundeswehr noch über eine kleine Anfrage der Linken im Deutschen Bundestag irgendwelche näheren Daten herausbekommen über diese Zeitschrift, die in Hochglanzdruck erschien, in 3 oder 4 Sprachen und nebenbei auch in Deutsch. Ich habe einen bosnischen Studenten an der Uni Innsbruck drauf angesetzt, der seine Doktorarbeit dazu geschrieben hat und der zudem für mich nicht überraschenden Ergebnis kam, die bosnischen Jugendlichen kennen diese Zeitschrift gar nicht. Die Militärs arbeiten manchmal für ihre eigene Blase. Ja, kann ich mal übergehen, könnte ich ausführlich behandeln. Denken Sie nicht daran, dass unsere Medien regierungsunabhängig sind. Das ist einfach falsch. Links. So, das Foto habe ich gestern noch mitgemacht, aufgenommen, wollte ich Ihnen mitbringen. In einer Ladengalerie in Solingen steht ein kleiner Panzer. Es gibt dagegen auch keinen Protest mehr. Ich habe 3 Bundeswehr-Kulis geklaut von gestern, verteile die hier gerne. Aber das ist ein Sarg da unten, oder? Nein. Wo soll da ein Sarg sein? Ist da nicht unten rechts gleich ein Sarg? Nein. Das ist ein Podest, eine Bank oder sonst was. Mit Camouflage schön überdeckt. Also ein Sarg kennen die nicht. Ich bin bei der Vorbereitung zu meinem Vortrag hier bei euch heute darauf gestoßen, auf dieses Zitat 2014. Weil es bereits damals eine Beschwerde vom ARD-Programmbeirat gab über die Berichterstattung der ARD über die Ukraine. Dieser Beirat stellte fest, die Berichte über die Ukraine sind fragmentarisch, tendenziös, mangelhaft und einseitig. Ich bringe das Zitat deswegen, weil jeder, der ein Stückchen denken kann, doch eigentlich wissen muss, jeder offene Krieg, wie jetzt in der Ukraine, hat eine Vorgeschichte. Sowas passiert doch nicht einfach, sondern es gibt Vorläufer. Dies ist eine ganz wichtige Geschichte. Die EU hat bereits 2015 eine eigene Propaganda-Einheit in Brüssel gegründet, um Osteuropa mit objektiven Informationen zu bedenken. Im Gegensatz zu 2015, als ich diese Folie gemacht habe, ist heute festzustellen, dass die Mitarbeiter dieser Abteilung Sprech- und Sprachverbot haben für Journalisten. Sie sind auch namentlich nicht bekannt. Man kommt an keinere Informationen weiter heran. Tja, so ist das mit Propaganda. Dies ist ein Mensch aus England, der mit verschiedenen anderen Firmen für die Regierung in Kiew arbeitet.
Beweise für russische Barbarei und auch angebliche Kriegsverbrechen. Inhalte, die Präsident Putin lächerlich machen. Wir kennen das alles. Ich sage damit nicht, aber muss ich das eigentlich sagen, dass es keine Kriegsverbrechen gibt auf russischer Seite. Aber das ist das eine. Und welche Propagandastrategien aktiv sind, ist das andere. So, und nun würde ich gerne eine zweite Arbeit verteilen. Ich habe diese Riesenarbeit gemacht mit einer serbischen Kollegin über den Kosovo-Krieg, über die Propaganda-Agenturen während des Kosovo-Kriegs. Und da gibt es die Möglichkeit, und wir haben das benutzt, sowas empirisch zu machen, jenseits von Verschwörungstheorien. Es gibt eine bestimmte Stelle im amerikanischen Justizministerium, wo jede amerikanische Firma, die für eine ausländische Regierung arbeitet, den Vertrag hinterlegen muss. Das gilt auch für amerikanische PR-Firmen. Wir haben damals im Kosovo-Krieg 160 Verträge analysiert. Die waren Grundlage unseres Buches. Es gibt im Übrigen PR-Agenturen aus den USA, die haben im Balkankrieg für zwei Regierungen, die gegeneinander Krieg geführt haben, gleichzeitig gearbeitet. Wen tut's? Also, ich würde gerne vergeben eine Arbeit an Studenten, die untersuchen jetzt im Ukraine-Krieg, welche amerikanischen Agenturen für wie viel Geld arbeiten in Kiew, mit welchem Auftrag, mit welchem Inhalt. Das ist rauszukriegen, man muss es nur einfach tun. Gucken Sie sich das flüchtig an, dann können Sie mein Argument nachvollziehen. Es ist nicht meine Arbeit, es ist die Arbeit eines Uwe Krüger, der sehr schön herausgearbeitet hat, natürlich gibt es in Deutschland keine Befehlsstrukturen eines Staatssekretärs, der sagt, das und das musst du schreiben. Das läuft natürlich anders. Es läuft über Diskussionsrunden und sogenannte Alpha-Journalisten. Die Zeit hat gegen die Untersuchung von Uwe Krüger geklagt. Da kennen die nichts, die haben den Prozess verloren. Das hat leider auch noch niemand untersucht. Habe ich mir auch in meiner aktiven Zeit niemanden für gefunden. Die Mischung, Vermischung zwischen dem Axel Springer-Konzern und unterschiedlichen Bundesregierungen, warum die Staatssekretäre, die Pressesprecher alle von der Bild-Zeitung, von dem Axel Springer Verlag kamen. Und dann sind wir am Ende meines Vortrags fast. Das kann man vornehm so nennen, hier da oben, das ist von mir, das klingt sehr gelehrt. Man kann es auch einfacher benennen wie hier, Mediatisierung des Krieges und Martialisierung der Medien. So. Jetzt habe ich zum Schluss was mitgebracht, weil wir haben ja feministische Außenpolitik. Also, während die beiden Bilder von euch bestaunt werden können, lese ich quer dazu aus einem Buch vor von einer Schriftstellerin von 1912. Titel des Buches: Der Krieg und die Frauen. 1912. Schreibt diese Frau: Wenn das Vaterland sein Volk zum Kriege ruft, so verlangt es von den Frauen Opfer, die tausendmal schwerer sind, und in der Erfüllung dieser Opferpflicht liegt wahrlich etwas Heroisches durch die Selbstverständlichkeit, mit der sie gefordert und dargebracht wird. Wer sind sie denn, die hinausziehen, um für die Heimat zu kämpfen, zu bluten, zu sterben? Wer sind sie denn, die im grauen erfüllten Lazarett in der Qual ihrer Wunden, des Fiebers und des Todeskampfes röcheln? Die in den Massengräbern eingescharrt liegen, fern der Erde, für die sie gestorben sind? Die aus dem Kriege wiederkommen, jammervoll verkrüppelt, Trümmer der Menschheit? Wer sind sie denn? Unsere,
der Frauen, Väter und Brüder und Söhne, Gatten und Verlobte. Da ist wohl kaum einer in dem Riesenheer, um den nicht wenigstens ein Herz in Sorge zittert. Da ist wohl kaum ein Frauenherz, das nicht die Angst um ein Geliebtes zusammenkrampft, wenn es heißt, es gibt Krieg. Und dennoch, da ist wohl auch kaum eine deutsche Frau, die das Vaterland bedroht wüsste und zu dem Geliebten spräche, bleib daheim. Die Pflicht über alles, über Liebe, Hoffnung und Glück und das Liebste hergeben zum Schutz des Vaterlandes, das ist die Kriegspflicht der Frauen. Mit diesem netten Zitat entlasse ich Sie in vielerlei Kriege der Gegenwart. Dankeschön.